Fragt man mich, welcher ICE um 14.07 Uhr am Nürnberger Hauptbahnhof abfährt, wird die Antwort wie aus der Pistole geschossen kommen. Auch bei anderen Zeiten werde ich maximal wenige Sekunden überlegen müssen. Doch wie habe ich das geschafft? Und wie kam es dazu? Kann ich das auch für andere Teile Deutschlands? Diese Fragen möchte ich versuchen, in diesem Video zu beantworten. Zunächst zwei wichtige Hinweise. Sollte ich bei einer Abfahrtszeit beispielsweise von 21.30 Uhr sprechen, kann diese auch etwa plus minus 5 betragen, da genauere Abfahrten oft um wenige Minuten variieren. Des Weiteren werde ich größtenteils mit Bildern im Hintergrund arbeiten, da ich bekanntlich noch relativ am Anfang meiner Filmkarriere stehe, ergo mein Bildarchiv deutlich umfangreicher ist und ein solches Video nicht zwangsläufig bewegte Bilder im Hintergrund benötigt. Doch jetzt möchte ich die Frage klären, wie ich dazu kam und wie ich es geschafft habe, mir ein solches Wissen aufzubauen. Der Ursprung des Ganzen liegt um den Jahreswechsel 2018-19, als ich mit dem Spotten und durch Deutschland fahren so richtig anfing. Bekanntlich liegt mein Interesse schon seit Beginn an hauptsächlich beim Fernverkehr, weshalb ich früh damit anfing, System hinter dem ganzen, chaotisch wirkenden Bahnbetrieb zu erkennen. Sehr früh, ohne dass es mir jemand erklärt hat, bemerkte ich zum Beispiel, dass gerade Zugnummern nord- oder westwärts und ungerade süd- bzw. ostwärts verkehren. Das zweite wichtige System, auf welches ich erst später kam, ist jenes der Zugnummernvergabe. So verhalten sich die ungeraden Nummern in Zweierschritten steigend, die geraden in Zweierschritten sinkend. Konkret heißt dies, fährt also beispielsweise auf der Linie 41 Richtung Frankfurt um 8 Uhr der ICE 728, folgt um 9 Uhr der 726, um 10 der 724, um 11 der 722 und so weiter. In der Gegenrichtung nach München verkehrt um 18 Uhr der ICE 721, um 19 Uhr folgt dann der 723, um 20 Uhr der 725 und so weiter. Ist die 10er-Reihe voll, also eine Stunde hinter dem ICE 720, folgt nicht etwa der ICE 718, sondern der 100er sinkt um 1, der 10er bleibt bei sämtlichen Linien in Deutschland gleich. So folgt auf den ICE 720 der 628, darauf der 626. Nach dem 620 kommt der 528, ehe mit dem 520 der letzte Zug des Tages Schluss ist. In der Gegenrichtung logischerweise dasselbe. Vor dem 721 kommt der 629. Noch eine Stunde vorher verkehrt der 627. Das Ganze ist relativ leicht an der ICE-Linie 41 zu erklären, da diese das am eindeutigsten zu erkennende System hat. Ein ähnliches System herrscht auf allen anderen Linien auch, und selbst wenn es auf diesen nicht ganz so einfach zu durchblicken ist, bleibt es im Grunde immer dasselbe. Ich weiß also nicht für jeden einzelnen Zug die Abfahrtszeit, sondern nur von einigen und kann mir darüber dann die Zeiten, welche ich brauche, herleiten. Einer dieser Fixpunkte ist für mich zum Beispiel der ICE 624 um 15 Uhr ab Nürnberg Richtung Frankfurt. Will ich wissen, wann der 620 fährt, brauche ich nur 2 Stunden draufrechnen, komme also auf 17 Uhr. Verbunden mit jahrelanger Erfahrung, nach welcher ich auch sämtliche Ausnahmen im Kopf habe, gelingt es mir, dank meines ausgeprägten Interesses fast jedes Mal bei gewünschter Zeit eine Zugnummer auszuspucken. Doch kann ich dies auch für andere Teile Deutschlands? Auf keinen Fall so zuverlässig und so gut wie für Nürnberg. Stehe ich aber zum Beispiel in Freiburg am Bahnsteig, sehe auf der Anzeige als nächsten Zug den ICE 108 nach Köln und werde gefragt, welcher Zug in 2 Stunden nach Siegburg-Bonn fährt, kann ich ohne lange nachzudenken sagen, dass gesuchter Zug der ICE 106 sein muss. Selbiges zum Beispiel für die Relation Fulda-Hannover. Da muss ich nur 1,5 Stunden auf die Abfahrtszeit des Zuges in Nürnberg draufrechnen. Fährt also der ICE 684 um 6.30 Uhr in Nürnberg ab, ist dieser um 8 Uhr in Fulda und erreicht Hannover um 9.30 Uhr. Ich weiß, das war jetzt echt viel Info, aber vielleicht konnte ich dem einen oder anderen dabei helfen, den Fernverkehr auf seiner Heimatstrecke oder auch woanders besser nachvollziehen zu können. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wem das Ganze trotzdem nicht weiterhilft, da es tatsächlich oft viel schwieriger ist als hier erklärt, kann mich gerne privat anschreiben. Dort erteile ich auch gerne individuelle Auskunft.